Es fügt sich. Im Vertrauen loslassen, weil wir nicht alles können, weil wir als Menschen nicht alles können. Oder nicht nur als Menschen, sondern auch andere Lebewesen können nicht alles und sind damit unvollkommen. Sie sind einerseits vollkommen, weil sie eben geschöpft sind und weil sie in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Existenz tatsächlich etwas ganz Besonderes darstellen. Und auf der anderen Seite ist natürlich jegliche Existenz in der Hinsicht unvollkommen, weil sie irgendwann mal älter wird, weil sie krank wird, weil sie ein Leid hat, weil sie einfach verschleißt, um es ganz profan und blöde auszudrücken, oder einfach zeitlich ein Ende findet. Also jegliche Existenz, die geschöpft ist. Aber kommen wir zu dem Ausdruck, es fügt sich im Vertrauen loslassen, weil wir nicht alles können. Und im Vertrauen loslassen bedeutet, ich muss mich immer wieder hingeben, ich muss mich immer wieder ergeben, ich muss in dem Sinne wirklich loslassen und es geschehen lassen. Also es geschehen lassen, was auch immer das Es ist oder wer auch immer das Es bewirkt, um zu etwas anderem kommen zu können und dadurch etwas anderes geschehen zu lassen, das nicht unbedingt ich bewirke, sondern das durch das Es bewirkt wird, um es mal so zu sagen. Als Menschen denken wir sehr schnell und vor allem dann, wenn wir ein gewisses Bewusstsein gewonnen haben, wir könnten alles und wir müssten alles voraussehen, wir müssten alles planen. Und wir können viel ermöglichen und wenn wir das noch nicht können, dann müssen wir noch mehr Wissen erwerben, noch mehr Fertigkeiten, noch mehr Möglichkeiten, uns noch mehr anstrengen, um zu dem zu kommen. Oder wir müssten uns mehrerer Sachen bedienen, die wir vielleicht nicht selber können, also uns andere Menschen bedienen, die etwas können, das wir nicht können und so weiter. Und so agieren wir oft in der Art und Weise, dass wir sagen, wir konstruieren die Welt, wir formen unsere Welt, wir formen unsere Projekte, unsere Bindungen, unsere Bezüge, unsere kreativen Gestaltungen und so weiter. Und dabei verkennen wir, dass wir unvollkommen sind und dass wir natürlich nicht alles können. Und wenn wir uns dann nicht verzeihen können und sagen, oh mein Gott, ja, ich bin unvollkommen, es tut mir leid, aber genau das macht ja meine Existenz aus. Und wenn ich dann nicht tatsächlich in der Lage bin zu sagen, okay, ich habe das getan, was ich tun konnte, bis zu einer gewissen Grenze und der Rest fügt sich dann. Wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann kriege ich Probleme. Also eigentlich immer wieder das Vertrauen zu haben, dass sich die Dinge schon fügen. Nicht in der Faulheit. Nicht in der Art und Weise, naja, ich mache es mir bequem in der Welt, ich mache es mir bequem in meiner Existenz und ich lasse mal alles so auf mich zukommen, wird schon etwas geschehen. In der Hinsicht sicherlich nicht, das wäre sehr extrem auf der anderen Seite. Dann mache ich gar nichts mehr, bin vollkommen losgelöst oder scheinbar losgelöst und lasse einfach alles auf mich zukommen, lasse mich überrollen, im Positiven, im Negativen, das ist es ja nicht. Sondern ich tue meinen Teil als Mensch. Ich werde mir eben der Dinge bewusst, für mich bewusst, was mich anbelangt, bewusst, was ich kann und was ich eben dann nicht kann. Also ich sehe dann meine Grenzen, ich begreife meine Grenzen. Ich arbeite ganz sicherlich auch an den Grenzen, an den Möglichkeiten. Und das ist ja der Sinn von Bewusstwerdung oder von Kompetenz bekommen oder einfach mehr Erfahrung haben. Und tue das, also trage meinen Teil dazu bei und auf der anderen Seite füge ich mich und habe dann die Haltung, es wird dann schon sich ergeben, was sich ergeben soll. Das heißt also, dieser Begriff, es fügt sich, bedeutet ja, dass ich einen Teil dazu beitrage in meinem Bewusstsein, meinen Fähigkeiten, Kompetenzen und so weiter. Und dass da ein anderer Teil ist oder andere Teile sind oder überhaupt anderes ist, das aus dem etwas zusammenfügt in einer Gesamtheit. Darum geht's. Die Gesamtheit, die immer wieder die große Herausforderung ist. Die Gesamtheit, die wir als Menschen, als Individuen alleine nicht schaffen können.
Wir sind dazu in der Lage, einen Teil dazu beizutragen. Wie gesagt, ein Teil unserer Unvollkommenheit. Die Unvollkommenheit ist eingeladen. Aber das Große und das Ganze fügt sich dann erst zusammen. Das heißt also, es kommt etwas aus dem Ganzen, aus den ganzen Umständen, aus den Lebensumständen, den Begegnungen, den Zeitenwandeln und all dem etwas hinzu, dass aus dem etwas Großes zusammenfügt. Darum geht es. Und insofern ist man im Leben gut beraten, wenn man dieses Es fügt sich zulassen kann. Und so sagt, so, ich habe jetzt das gemacht und ich will jetzt nicht mehr oder ich kann nicht mehr. Es muss ja nicht die Erschöpfung sein oder sollte nicht die Erschöpfung sein. Das wäre eine Einseitigkeit. Sondern ich habe das getan und das lasse ich jetzt so stehen. Und das habe ich gemacht. Dazu bekenne ich mich. Und der Rest fügt sich dann zusammen, was auch immer geschehen wird. Also ein Künstler malt ein Bild beispielsweise und er gibt sich da richtig rein und es dauert eine gewisse Zeit und ein Engagement und eben Arbeit, rechtschaffende Arbeit und dann lässt er es los. Und dann wird sich fügen, was aus dem Bild wird. Der wird es dann irgendwo abstellen, er wird es vielleicht in eine Galerie bringen, wenn eine Galerie dafür offen ist. Oder auch nicht, es wird sich dann fügen, was aus dem Kunstwerk wird. Hier gibt es Künstler, die sterben und deren Nachfahren kriegen dann wahnsinnig viel Geld, weil das Bild viel wert ist. Was auch immer das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Es fügt sich dann, die Dinge fügen sich. Und wie oft sind wir im Leben verzweifelt und denken, mein Gott, ich muss noch etwas bewirken, ich muss noch etwas tun, ich muss mich anstrengen, noch mehr anstrengen. Dann verzweifeln die Menschen gerade in Einseitigkeiten hinein und dann wird es schwierig einfach auch. Statt sich dem zu fügen und zu sagen, ich lasse jetzt los, denn fügen oder es fügt sich bedeutet ja nichts weiter als im Vertrauen loslassen, weil wir nicht alles können, weil wir nicht alles bewirken können, nicht alles überschauen können, nicht alles beliebig machen können. Und dann fügen sich die Dinge tatsächlich, was auch immer aus den Dingen dann werden wird. Zu was auch immer sie letztendlich in einem größeren Zusammenhang bestimmt sind. Das bedeutet, es fügt sich. Also ich tue etwas und dann kann ich mich zurücklehnen und es ist bequem und ich lasse los. Und dann wird sich schon fügen, was da passiert. Das heißt also, meine Taten oder das, was ich bewirke selber in meiner Potenz als Mensch, das ist wichtig, aber nicht alles. Sondern es braucht immer das Zusammenfügen noch von anderen Umständen, von größeren Umständen, von Umständen in einer Kultur oder Gott weiß wie, in einer Zeit, überhaupt in einer Zeitqualität. Und erst das bringt dann etwas zusammen und bewirkt etwas. Letztendlich auch das Motto, wenn ich einigermaßen gute Taten vollbringe in meinem Leben, also einigermaßen rechtschaffend oder tugendhaft bin, dann wird es sich schon fügen zu etwas. Nicht? Dann wird mein Schicksal zeigen, war das okay so oder braucht es da einen anderen Ausgleich, um das mal auch so zu sagen. Wir können als Menschen, wir können dieser Entität nicht alles. Und das können andere genauso wenig alles. Eine Katze kann auch nicht alles oder ein Baum kann auch nicht alles. Oder ein Fels, wenn wir jetzt was Unbelebtes nehmen, was Unbeseeltes, so scheinbar Unbeseeltes nehmen, dann kann ja auch nicht alles. Und dann fügt sich das im Großen und Ganzen zusammen. Und aus dem Fels wird dann irgendwann mal Sand. Und der Sand schwemmt ins Meer. Und das Wasser im Meer macht mit dem Sand Gott weiß was irgendwo. Von mir aus bis hin zur Atomspaltung oder wenn es sowas gäbe in der Form. Es fügt sich alles zusammen und es findet sich alles zusammen. Das steckt ja auch dahinter oder das steckt ja auch darin. Das heißt, die Dinge, was auch immer oder wer auch immer die Dinge sind oder die Seinszustände oder die Entitäten oder die Wesenhaftigkeiten, bringen einen Teil und der Rest fügt sich dann tatsächlich im Laufe ihrer Existenz oder auch darüber hinaus, also nach ihrem Leben, nach ihrer Existenzhaftigkeit, zu etwas Größerem zusammen, zu etwas Bedeutenderem zusammen, zu etwas Gemeinsamen zusammen. Das ist der Punkt.
Mit dieser Lebenseinstellung, es fügt sich immer wieder, kann ich aufatmen? Kann ich tatsächlich aufatmen und loslassen? Denn das Loslassen ist für eine Existenz sehr wichtig, für jegliche Existenz, um das geschehen zu lassen, was eben geschehen will, im Sinne des es fügt sich. Und da gibt es die Vertreter, die dann sagen, es fügt sich ja hoffentlich zu der Möglichkeit, am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das Ende noch nicht da, könnte man jetzt profanerweise sagen. So ein schöner Spruch fand ich ganz lustig auch, den mal sich auch vor Augen zu führen. Das Ende ist tatsächlich gut im Sinne eines großen Happy Ends. Und wenn es eben noch nicht gut ist, dann ist es noch kein Happy End, das eingesetzt ist. Mag verkitscht, Hollywood-mäßig klingen, aber da ist was dran. In dem Sinne, lass die Dinge in deinem Leben sich auch immer wieder fügen. Es wird sich schon fügen, das kannst du loslassen, das bestimmst du nicht alleine. Sondern wie gesagt, du hast deinen Teil dazu beigetragen und der Rest fügt sich dann.